In der Gemeinschaftspraxis hat Kellnerin Svea Larsen um einen Notfalltermin wegen heftiger Muskelbeschwerden gebeten. Dass die schmerzgeplagte 26-Jährige auf derart unterhaltsame Art anreist, haben die Arzthelferinnen allerdings nicht erwartet. Das war ja wirklich eine komische Situation. Also wir sehen ja hier viel in der Gemeinschaftspraxis, aber dass jemand mit so einem Mini-Auto hier reingefahren kommt, das hat uns, glaube ich, alle so überrascht. Das mussten wir erstmal verdauen. Ich habe solche Schmerzen. Ich musste das Auto schon von meinem Neffen nehmen. Ich kann kaum mehr laufen. Ich habe so einen Muskelkater. So was hatte ich wirklich noch nie. Da muss unbedingt der Arzt drauf schauen. Mit dem Auto in die Praxis zu kommen, das war mir überhaupt nicht peinlich. Mir war es total egal. Ich hatte solche Schmerzen. Egal, was die Leute denken, es muss einfach schnell gehen. Frau Larsson, was ist denn los? Sind Sie umgeknickt mit dem... Nee, ich habe so einen Muskelkater. Das kenne ich wirklich gar nicht. Ich mache ganz normal wie immer Sport, fünf, sechs Mal die Woche und habe jetzt so enorme Schmerzen. Meine Beine sind so schwer und das kenne ich gar nicht. Also so einen Muskelkater hatte ich wirklich noch nie. Okay. Ich fühle mich einfach schlapp und jetzt habe ich Durchfälle entwickelt und den ganzen Tag ist mir schon schlecht. Ist das jetzt heute alles zum ersten Mal? Ja, also die Schmerzen sind wie gesagt seit Tagen und ich habe versucht, mich selbst zu therapieren. Dumm wie ich war, habe ich natürlich ganz viel Magnesium eingenommen. Aha. Und es wurde aber nicht besser, sondern immer schlimmer. Ja. Und ja, jetzt ist mir seit heute auch so übel den ganzen Tag schon. Übel, okay. Ich fühle mich einfach schlapp. Übergeben mussten Sie sich aber nicht, ne? Wie bitte? Übergeben mussten Sie sich aber nicht. Nee. Okay, ich messe einmal kurz Temperatur, ja? Um direkt mal nachzugucken. Wenn man sich selber mit Magnesium und damit seinen Muskelkater behandeln möchte, ist das natürlich vollkommen nachvollziehbar. Das Problem ist, dass eine übermäßige Magnesiumkonzentration im Blut, wenn ich jetzt zum Beispiel, übertrieben gesagt, eine ganze Packung essen würde, das führt zu solchen Nervenstörungen und Nervenschädigungen, dass wir das auch hier kontrollieren müssen. Kann natürlich auch durch das Magnesium kommen, dass Sie sich da genehmigt haben. Wie viel haben Sie denn da genommen? Oh, viel. Auch, glaube ich, ein bisschen zu viel. Mhm. Und ich dachte, ich lasse das jetzt mal medizinisch abklären, nicht, dass es irgendwie eine Zerrung ist oder so. Ja, ich will einmal kurz auf den Bauch drauf hören, um zu gucken, ob da alles in Ordnung ist, wenn Sie da so viel genommen haben. Ach, wir ganz entspannt liegen. Ja. Bei der körperlichen Untersuchung ist aufgefallen, dass nicht nur die aktive Bewegung Ihrer Beine, wie es bei Muskelkater der Fall wäre, geschmerzt hat, sondern vor allem auch die passive Bewegung. Das passiert, wenn man sich was gezerrt hat oder eben irgendwelche anderen Muskelschäden vorliegen. Tun Sie mir den Gefallen, machen keinen Sport mehr die Woche, ja, sondern schonen sich wirklich. Wenn es ganz schlimm ist mit den Schmerzen, dann nehmen Sie ein leichtes Schmerzmittel, Ibuprofen, können sich aus der Apotheke selber kaufen. Ich würde gleich einmal noch von meinen netten Damen Blut abnehmen lassen, um nachzugucken, wie schlimm das mit dem Magnesium, wie viel Sie da wirklich genommen haben, ob das solche Auswirkungen auf den Körper hat. Ja? Machen wir so? Okay. Ja. Das Wichtigste ist jetzt erstmal Schonung, den Muskeln Zeit zu geben, sich zu erholen. Aber ich möchte auch noch unbedingt die Blutwerte kontrollieren. Das gibt mir nämlich einen ganz guten Richtungswert, wie angegriffen die Muskeln tatsächlich sind. Anschließend verschreibt der Arzt Svea noch eine schmerzlindernde Salbe. Wie dramatisch sich der Zustand der Minicar-Fahrerin bald verschlechtern soll, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar. Sorry, das Rezept noch. Okay, gute Heimreise. Ich muss natürlich nicht betonen, dass das mit dem Auto etwas ungewöhnlich hier für die Praxis gewesen ist. Wenn ihr jetzt gerade nichts Besseres eingefallen ist, um die Beschwerdesymptomatik zu lindern mit dem Laufen und so weiter, dann sei ihr das gegönnt, aber ich glaube, sie hat schon die ein oder anderen Blicke auf sich gezogen. Schon wenig später steht der nächste Notfall ins Haus. Die 24-jährige Jill Werner leidet unter starkem Herzrasen, kämpft aber offensichtlich noch mit einem weiteren Problem. Mein Herz. Ja. Rast. Okay, ja. Alles klar, dann müssen wir mal gucken. Ich bin heute in die Gemeinschaftspraxis gekommen, weil ich erneut ein Herzrasen bekommen habe. Das hatte ich schon mal, aber das ging dann weg und jetzt kam das wieder. Und das ist halt problematisch, weil ich in 3 Wochen meine Abschlussprüfung habe im Modedesign und ich mir das gerade gar nicht erlauben kann. Sieht nicht gut aus. Setzen Sie sich am besten ja, erst ja. mal. Ja, bitte, bitte. Oh nein. Mein Herz. Das hat gerade ganz schnell
Danke. Ich glaube, vielleicht gehen wir direkt mal rein. Also. Hallo, Gülcan. Was haben wir denn hier? Sind Sie die Kategorie? Ja, und Sie sind? Ja, mein Herz, das springt immer so. Tief und aus. Versuchen Sie langsam ein- und auszuatmen. Ja. Ganz ruhig. Wir gehen am besten in mein Zimmer. Kommen Sie mit. Heute wurde Frau Werner zum ersten Mal bei mir in der Praxis vorstellig. Sie zeigte sich sehr panisch bereits am Empfang, sodass die Arzthelferinnen mich dazugerufen haben. Wir haben sie dann gemeinsam in mein Behandlungszimmer begleitet und ein EKG geschrieben. Wie schaut's denn mit körperlicher Betätigung aus? Ich kann mir vorstellen, dass Sie als Schneiderin viel sitzen. Nee, ich mache eigentlich schon viel Sport. Eigentlich. Auch regelmäßig? Also regelmäßig, genau. Dreimal in der Woche. Das hört sich auch erstmal gut an. Ernähren Sie sich auch gesund und ausgewogen? Ja, ich esse viel Schrauben. Bitte? Obst. Ja? Obst, genau. Okay. Und auch Schlüssel und also Gemüse. Okay. Besonders unangenehm ist mir und auch peinlich, dass ich manchmal nicht die richtigen Worte finde oder verwechsel die. Und dann habe ich Angst, dass die Leute denken, dass ich verrückt bin. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, woher das kommt. Aber ich bin nicht verrückt. Also Sie haben Extrasystolen. Ist das bekannt? Ja, das wurde schon mal. Also Sie kennen diesen Ausdruck? Ja, genau. Mhm. Ja. Im EKG imponierte ein normofrequenter Herzrhythmus, jedoch zeigten sich auch Extrasystolen, das heißt zusätzliche Schläge zum normalen Herzrhythmus. Normalerweise haben sie keinen Krankheitswert, außer sie treten in Zusammenhang mit Beschwerden auf. Die Elektronen können ab, Lilly. Dann möchte ich noch einmal zum Komplettierung der Befunde einen Herzultraschall durchführen. Dabei spricht Dr. Aydin ihre Patientin auf ihr ungewöhnliches Kunststoffkleid an. Als die gestresste Auszubildende erklärt, dass sie direkt aus der Anprobe ihrer Abschlusskollektion kommt, verwechselt sie erneut die Worte. Ich habe jetzt nichts Auffälliges gesehen. Okay. Ja, das Herz ist in Ordnung. Dann setzen Sie sich bitte auf. Sie haben ja eben die Worte verdreht oder Ihnen sind nicht sofort die Worte eingefallen. Ja. Haben Sie das öfters? Ja, das habe ich manchmal. Ja, Ich würde gern ein paar neurologische Tests machen, wenn Sie... Nehmen Sie mal Ihre Hände, nicht so. Drücken Sie mal so fest, wie Sie können. Beide Hände. Okay, das ist gleich. Jetzt folgen Sie bitte meinem Finger, nur mit den Augen, ohne den Kopf dabei zu bewegen. Aufgrund der mehrfachen Äußerung nicht im Kontext passender Wörter führte ich neurologische Tests durch. Diese zeigten jedoch keine Auffälligkeiten. Zur weiterführenden neurologischen Abklärung überwies sich Frau Werner an eine befreundete neurologische Fachärztin. Denn hinter dieser Störung können sich auch entzündliche neurologische Erkrankungen oder ein Hirntumor verbergen und bedarf deswegen weiterer neurologischer Abklärung. Drei Tage später wird Physiotherapeut Rick Meiler von Sportanfängerin Ulrike Meyer um Hilfe gebeten. Dass die Beschwerden der 52-Jährigen mit einem anderen Fall der Gemeinschaftspraxis zusammenhängen, ahnt niemand. Wie starke Schmerzen hast du denn? Hast du richtig starke Schmerzen? Kannst du dich bewegen? Nein, ich... Kein Schritt? Nein, ich kann nicht sitzen. Ich kann kaum gehen. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe Magen-Darm-Beschwerden. Ich fühle mich jetzt viel älter, als ich bin. Heute war Ulrike bei mir, das ist die beste Freundin meiner Mutter. Ulrike erzählte mir, dass sie sich in einer Dating-App angemeldet hat und wollte aus dem Grund ein bisschen mehr Sport machen und hat sich einen Personal-Trainer rausgesucht. Ich war überrascht, weil wir kennen uns. Sie hat mich nicht gefragt. Sie weiß, dass ich mich eigentlich auch mit dem ganzen Sportkram sehr gut auskenne. Und deswegen war mir natürlich erstmal wichtig zu hören, was ist los, weil die Schmerzen, die sie hatte, waren definitiv nicht normal. Frau Meyer, ja. Der Urin, ne, den Sie mir gegeben haben, der ist auffällig dunkel. Und auch so, wie Sie es erzählt haben, ne, mit dem, was Sie alles trinken und so weiter, da passt es eigentlich nicht so gut zusammen. Mit den Muskelschmerzen zusammen ist das was, das ich eigentlich ganz gerne noch mal jetzt besprechen würde. Ne? Das ist eine ernste Sache, steht da im Raum. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir das vielleicht noch einmal sprechen. Frau Larsson. Ich kann kaum mehr laufen. Können Sie, also, mach's einmal mit an. Ich bin vorsichtig, keine Hektik. Keine Hektik. Ja, gibt's? Ulrike. Sollen wir uns setzen? Ah, sitzen ist noch schlimmer. Sitzen ist fast noch schlimmer. Nee, geht nicht? Nee. Nee, geht nicht? Okay. Dann kennt ihr was? Sie kennen sich? Ja, wir sind beim selben Personal Trainer. Ja. Okay. Wir haben zusammen ein Outdoor-Fitness-Training gemacht. Wir besprechen das am besten mal bei mir drinnen. Wären Sie einmal so nett und würden mir die Praxistür gerade aufmachen da vorne? Ah, klar. Während wir hier rübergehen.
Ich war etwas überrascht, dass Ulrike diese Patientin kannte. Sie haben sich direkt angesprochen und sagten, hey, wir kennen uns doch, du hast ja die gleichen Schmerzen. Und der Verdacht, dass in dem Fall der Personal Trainer da eine Rolle spielt, war natürlich sofort da. Boah. Mein Rucksack dabei mit der Urinprobe. Mein Urin ist ganz auffällig braun. Ich dachte, ich nehme ihn mal mit. Aha, okay. Ja, ich mal vielleicht angucken geht liegen. Wenn der Urin so dunkel verfärbt ist, wie es bei meinen beiden Patientinnen jetzt der Fall war, kann das erstmal daran liegen, dass man einfach zu wenig getrunken hat. Es deutet aber auch auf die unterschiedlichsten Stoffwechselvorgänge im Körper hin, die offensichtlich nicht mehr so gut funktionieren. Also, ich hab einen Verdacht, was das sein könnte. Ne? Wenn sie beide da jetzt dieselben Symptome haben, dann müssen wir aber das noch von der Blutuntersuchung bestätigen lassen. Aber ich fürchte, da werden sie beide noch ein bisschen jetzt hier in der Praxis bleiben müssen, weil mit so einem Urin müssen sie auf alle Fälle ein bisschen Flüssigkeit über die Vene noch von uns bekommen. So geht das nicht. Also wir haben zusammen so ein Outdoor-Crossfit-Training gemacht mit unserem Personal Trainer. Und ja, seitdem fingen bei mir eigentlich die Schmerzen an. Wann ging es bei dir denn los? Ja, heute Nacht. Okay. Ja, und wie oft haben Sie trainiert? Ich weiß es von Frau Larsson. Ja, das waren schon ein paar Stunden. Also. Ja, täglich. Täglich für? 6-7 Stunden. Am Stück? Klar, wir wollen noch fit werden. In dem Gespräch hat man sofort raushören können, dass das Training völlig in die Überlastung ging. Ein Crossfit-Training für Leute, die jetzt in dem Fall vielleicht nicht so trainiert sind, war klar viel zu viel. Beide Schmerzen, beide starke Symptome. Für mich war klar, wer dran schuld ist, in dem Fall der Personal Trainer. Gibt's die Nummer von dem Personal Trainer irgendwie? Willst du mit dem Kontakt aufnehmen? Ja, auf jeden Fall. Nur wenn ich ihn anrufe, wird er wahrscheinlich nicht hierher kommen. Ja, okay. Am besten ist, du rufst ihn an. Mhm. Ich ruf an. Und okay, gut. Ich sag den Damen Bescheid, wir brauchen jetzt 2 Zugänge, sie setzen sich, am besten müssen sie sich echt gleich mal irgendwie hinsetzen. Und dann kriegen sie ein bisschen Flüssigkeit, ja? Ich bin gleich wieder da. Für mich war klar, der Personal Trainer muss zur Rede gestellt werden. Es gab in dem Fall noch eine Möglichkeit. Ich habe zu Ulrike gesagt, sie soll ihn anrufen, soll ihn herbestellen. Sie sagte zu ihm, lass uns Sport machen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, ihn direkt zur Rede zu stellen. Herzpatientin Jill wurde wegen ihrer Wortfindungsstörungen inzwischen vom Neurologen untersucht und wirkt an ihrem Folgetermin bei Dr. Aydin zunächst wesentlich entspannter. Doch der Schein trügt. Hallo. Hallo, Frau Werner. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Mir auch den neurologischen Befund durchgelesen. Sehr erfreulich. Also es fand sich keine neurologische Genese für die Wortverdreher. Deswegen möchte ich gerne mit Ihnen eine Atemübung durchführen nach der sogenannten Biofeedback-Methode. Sind Sie einverstanden damit? Ja. Biofeedback wird unter anderem zur Entspannung und Verbesserung der Beschwerdesymptomatik bei Patienten mit einer Panikstörung oder Angstattacken eingesetzt. Dabei werden Körpersignale, die der unmittelbaren Sinneswahrnehmung nur schwer zugänglich sind, wie Herzrate oder Herzratenvariabilität, aufgezeichnet und über spezielle Geräte visuell oder akustisch zurückgemeldet. Diese Methode soll den Betroffenen dabei helfen, unbewusst ablaufende Körperprozesse besser wahrzunehmen und angemessen mit ihren Körpersignalen umzugehen. Mhm. Wichtig ist, dass sie ruhig atmen. Und dieser Schmetterling hier, der darf nicht zu hoch wandern. Also der muss am besten immer jetzt auf dieser Höhe sein, ja? Also im unteren Drittel. Sind Sie bereit für die Übung? Ja. Gut. Zur Entspannung und Verbesserung der Beschwerdesymptomatik ließ sich Frau Werner Atemübungen nach der Biofeedback-Methode durchführen. Doch die Übung verlief anders, als ich mir das erhofft hatte. Gleichzeitig bekommt Michael Jörg von Lüde die Blutergebnisse seiner Schmerzpatientinnen und muss den beiden Freizeitsportlerinnen den ernsten Grund ihrer Beschwerden offenbaren. Also mit dieser Konstellation verstärkt sich eigentlich meine Verdachtsdiagnose und damit müssen sie beide hier bleiben. Das bedeutet nämlich, dass sie jetzt ins Krankenhaus fahren und dort für einige Tage bleiben müssen. Ich vermute, dass sie beide unter einer sogenannten Rhabdomyolyse leiden. Rhabdomyolyse, das ist ein sehr schickes Wort dafür, dass sich ihre Muskelfasern auflösen. Und sich die Muskelfasern auflösen, kann viele verschiedene Ursachen haben. Und bei den beiden liegt es an dem übermäßigen Training mit zu wenig Trinken, falscher Temperatur und vor allem die nicht ausreichende Erholungsphase. Das Problem ist, dass die ganzen Abfallprodukte von dem Muskelabbau durch die Nieren wieder raus müssen. Und da können die Nieren von tatsächlich so kaputt gehen, dass sie ihr Leben lang an der Dialyse hängen, also sozusagen an der künstlichen Niere. Und das müssen wir jetzt verhindern. Sie bekommen jetzt eine Menge Flüssigkeit. Sie werden ganz, ganz häufig auf Toilette müssen. Und dann geht es jetzt nämlich heute noch ins Krankenhaus.
Und dann werden sie da ein paar Tage bleiben. Dr. Aydins Patientin Jill soll indes ihren Körper durch gleichmäßige Atmung so weit zur Ruhe bringen, dass der Herzschlagschmetterling am unteren Monitorrand bleibt. Für die Auszubildende eher Stress als Entspannung. Ganz ruhig ein- ja. und ausatmen. Ja. Nee, sie fangen ja an zu zittern. Moment. Ja. Ich stopp mal die, hier die Übung. Ich mach das mal kurz ab, ja. Damit sie so ein bisschen. Das ist gerade irgendwie schneller geworden. Frau Werner konnte sich kaum auf die Übung einlassen und schien mit ihren Gedanken ganz woanders zu sein, so dass ich die Übung abbrechen musste. Ich habe, wie gesagt, ja diese Modeprüfung und ich habe noch immer nicht Kleider fehlen noch und ich schaff das nicht mehr und jetzt nur noch 2 Wochen, also ich krieg das gar nicht mehr hin. Sie machen sich zu viel Stress, ne? Das merkt man ihn schon an. Ja, weil ich habe halt auch irgendwie Angst, dass irgendwas mit meinem Herzen nicht stimmt. Haben Sie denn Verwandte, die an einer Herzkrankheit erkrankt sind? Nein, eigentlich niemanden. Deswegen wundert mich das auch. Mhm. Und Sie haben das auch vorher noch nie abklären lassen? Naja, also ich war schon bei verschiedenen Kardiologen und das wurde schon ein paar Mal. Bei verschiedenen heißt? Bei wie vielen genau? Vielleicht auch 5. Frau Werner unterzeichnete mir vor ihrem letzten Besuch eine Schweigepflichtentbindung für meine kardiologischen Kollegen, die ich im Nachhinein auch kontaktiert habe, um mehr Erkenntnis zu erlangen. Ihre Symptome und ihre Krankenvorgeschichte und besonders die Tatsache, dass ich schon im Vorfeld mehrere Kardiologen kontaktiert hatte, bestätigten meine Verdachtsdiagnose. Außerdem gibt die Kardiologin der 22-Jährigen ein Gerät zur Langzeit-Herzstrommessung mit und bittet Jill, über ihre Abläufe der nächsten Tage detailliert Buch zu führen. Mit erstaunlichem Ergebnis. Kurz darauf fängt Rick Meiler Trainer Martin Egger ab, der glaubt, er sei für eine Sporteinheit herbestellt worden. Von den fatalen Folgen seines Power-Programms weiß der 28-Jährige noch nichts. Haben Sie vielleicht mal eine Minute Zeit? Eigentlich schwierig, weil ich habe gleich einen Termin. Aber wenn wir uns kurz fassen, können wir das jetzt machen. Ja, am besten kommen Sie mal mit. Mhm. Bis gleich. Mit wem sind Sie verabredet? Mit der Ulrike. Mit der Ulrike. Mhm. Ich bin ein bisschen sauer und schockiert. Was haben Sie gemacht? Okay. Wir haben einfach Sport gemacht. Ja, was haben Sie genau gemacht? Outdoor CrossFit, also ich bin gerade selber in Ausbildung, ich lerne das gerade und da wurde uns beigebracht, dass das wirklich was Gesundes ist für den Körper. Man geht an seine Belastungsgrenzen jeden Tag stundenlang. CrossFit habe ich mit ihr gemacht. Okay, stopp. Sie sind nicht ausgebildet. Ich bin ja gerade in Ausbildung. Mir wurde das ja gerade beigebracht. Aber Sie haben sonst keine Ausbildung, was das CrossFit-Training angeht? Sonst nicht. Also ich mache es natürlich selber, ne? Ist schon klar, aber. Nee, ich bin noch in der Ausbildung. Ulrike liegt hinten im Zimmer, der geht's richtig schlecht. Die kann nicht laufen, die hat Schmerzen und sie ist nicht alleine, da ist noch jemand dabei. Was? Aber das kann ja nicht von meinem Training kommen. Ja, auf jeden Fall kommt es vom Training, sie sind ja noch nicht mal ausgebildet. Aber ich bin doch selber, ich bin doch auch in Form, ich mache doch dasselbe Training auch, kann doch nicht sein. Wenn ich das kann, dann kann das doch jeder. Ja, aber sie wissen ja gar nicht, was sie da eigentlich tun. Ja, sie wissen ja gar nicht, das sind 2 komplett verschiedene Altersgruppen. Okay. Können ja nicht mit einer Mitte 50-Jährigen oder Anfang 50-Jährigen genau das Gleiche machen wie mit einer Mitte 20-Jährigen. Das geht doch gar nicht. Die einzige Möglichkeit, ihn erstmal zu einer gewissen Einsicht zu bringen, war, ihn mit zum Doc zu nehmen und einfach zu zeigen, wie es den beiden geht. Ich hab's ihnen gesagt. Was macht ihr hier? Oder warum seid ihr hier? Warum seid ihr hier? Das sagt man, wenn man Sport treibt, ne? Von meinem Sport kommt das? Ja. Sie sind Ach du Scheiße. Es tut mir wirklich leid, es tut mir sehr leid. Also ich hatte keine bösen Absichten. Ich mache das ja selber sehr gerne Sport und ich wollte euch wirklich einen Gefallen tun. Es tut mir wirklich leid. Das Problem war einfach 6 Stunden am Stück Sport machen. Das ist selbst für geübteste Sportler eine massive Überforderung. Und dann noch bei den beiden Damen, bei den Temperaturen draußen. Das ist einfach eine blöde Konstellation an unglücklichen Umständen, die dazu geführt haben, dass die beiden jetzt ein paar Tage Krankenhausaufenthalt sich eingehandelt haben. Okay. Ich weiß nicht mehr laufen, ich sitze gar nichts, kann gar nichts mehr machen. Es tut mir wirklich leid, unendlich, es tut mir unendlich leid. Also ich gebe Ihnen einen Rat. Erst die Ausbildung fertig machen und dann Training machen. Svea und Ulrike wurden in der Klinik erfolgreich mit Infusionen behandelt, so dass ihre Nieren keine bleibenden Schäden davon trugen. Bis sich auch ihre Muskeln erholt haben, müssen die beiden Hobbysportlerinnen jedoch aufs Training verzichten. Ihr Kursleiter Martin will erst nach Abschluss seiner Ausbildung wieder unterrichten. Herzpatientin Jill ist 4 Tage später erneut bei Dr. Aydin, um das Ergebnis ihrer Dauerherzstrommessung zu erfahren.
Zudem hat die 22-Jährige genau ihre Aktivitäten und Mahlzeiten der letzten Tage aufgelistet. Notizen, die die Kardiologin auf eine Spur bringen. Ich bin gerade so ein bisschen verwundert. Sie hat mir zu Beginn berichtet, dass Sie sich gesund und ausgewogen ernähren. Ja. Das sieht aber gar nicht danach aus. Der Koffeinkonsum, den Sie über Tag zu sich nehmen, der ist ja immens. Von mehreren Tassen Kaffee, schwarzer Tee bis hin zu einer ganzen Tafel Zartbitterschokolade. Ja, das ist ein bisschen Nervennahrung. Die brauche ich halt gerade in der Prüfungsphase. Also das ist nicht immer so. Nur wenn ich gerade Stress habe, dann brauche ich das sonst, ja. Viele wissen nicht, dass Zartbitterschokolade nach Espresso den höchsten Koffeingehalt hat. 50 Milligramm auf 100 Gramm. Das ist schon ganz viel. Das ist dann gar kein Wunder, dass sie schlaflos sind, ne, und so auch nervös sind. Und erklärt auch teilweise das Herzrasen. Koffein wirkt sich auf das Herz-Kreislauf und das zentrale Nervensystem aus. In moderater Dosierung kann es zu einer Erhöhung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Wachsamkeit führen. Bei hohen Aufnahmemengen können jedoch erhöhte Nervosität, Schlaflosigkeit und Herzrasen auftreten. Das Auftreten unerwünschter Wirkungen hängt stark von der individuellen Empfindlichkeit gegenüber Koffein und der eingenommenen Dosis ab. Jetzt mal was anderes, Frau Werner. Sie haben ja beim letzten Mal eine Schweigepflichtentbindung unterschrieben für die kardiologischen Kollegen, die Sie ja zuvor konsultiert hatten. Die habe ich auch im Nachhinein kontaktiert, um mehr Erkenntnis zu erlangen. Und in Zusammenschau der Befunde Ihrer Krankenvorgeschichte und der Symptome gehe stark davon aus, dass Sie an einer Herzneurose leiden. Herzneurotiker haben oft eine Ärzte-Odyssee hinter sich, bei der meist keine körperliche Grunderkrankung gefunden wird. Trigger sind besonders Stress, unklare Ängste und Aufregung. Ich kann Ihnen einmal die Woche eine Gesprächstherapie anbieten mit unserer psychotherapeutischen Kollegin, der Frau Sabine Decker, damit Sie sich einfach in Sicherheit fühlen. Oh mein Gott. Frau Werner. Ja, aber ich bin noch nicht wahnsinnig, oder? Bitte steigern Sie sich jetzt nicht da rein. Ich bin mir sicher, wenn Sie jetzt die Ernährung umstellen, insbesondere Kaffee, schwarzen Tee, auf die Schokolade verzichten. Aber auf die Schokolade kann ich nicht verzichten. Dann versuchen Sie erstmal nur so einen Streifen zu essen. Sie müssen ja nicht die ganze Tafel essen. Ne? Und es gibt Entspannungstechniken, wie zum Beispiel autogenes Training. Das wird Ihnen auch helfen, dass Sie Ihre Symptome kontrollieren können. Ich bin zuversichtlich, dass Frau Werner ihre Beschwerden gut in den Griff bekommen wird, wenn sie Entspannungstechniken und Strategiemaßnahmen in Zusammenarbeit mit Frau Decker erarbeitet. Und mit diesem Dauerstress müssen Sie nicht lebenlang leben. Das wird nur körperliche und seelische Folgen nach sich ziehen. Mit Hilfe einer Therapie hat Jill gelernt, auf ihre Körpersignale zu hören und sich mehr zu entspannen. Da die 22-Jährige nach bestandener Prüfung zudem dauerhaft auf Koffein verzichtet, sind ihre Herzbeschwerden inzwischen Vergangenheit.